Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Kamikaze Simulator. Wir sind wieder am Start. Wir haben das nächste Fahrzeug, finde ich eine Überraschung. Das ist mal wieder ein Jeep. Auf der Waage, beziehungsweise auf dem Dings. Auf der Platte. So. Geht sofort weiter. Gut. Wir haben das nächste Fahrzeug auf der Dings drauf, auf der Hebebühne. Jetzt komme ich, habe ich's. Ja, wir haben ein Fahrzeug drauf. Das habe ich kurz angeschnitten in der letzten Folge. Nein, kein Getriebe-Tuning, wir dürfen es immer noch nicht. Wir haben einmal eine Bremseinrichtung für uns. Ergo geht es wieder darum, Bremsen zu machen. Ist ja soweit legitim. Warum ich den jetzt runterlasse, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber okay. Wir sind bei weitem noch nicht fertig. So, kurz mal hoch mit dem Ding. Ja, ich habe das X zu lang gedrückt. Ich bin die PlayStation 4-Version für die Leute, die fragen. Also müssen wir heute ein bisschen Bremsen bauen. Kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin. Irgendwas mit der Bremse. Ja, da. Ja, das heißt, wir basteln. Da, ich würde sagen, hier schon mal die Bremsbacken weg. So, und alles andere sieht doch relativ gut aus auf den ersten Blick. Das sind drei Teile insgesamt. Unsere Trommel sitzt nicht. Hier sind ebenfalls die Bremsbacken, würde ich sagen, platt. Gut. Hier brauchen wir nicht weitermachen. Jetzt gucken wir mal, was wir hinten haben. Vermutlich, dass es zweimal die Bremsbacken sind und noch irgendwas. Warum auch immer der jetzt gerade. Die Steckachse geht hinten. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Hier sieht noch alles gut aus. Das heißt, hier kann sie wieder drauf. So. Felge. Hier brauchen wir nichts zu machen. Das hinten auf der anderen Seite. Das wird wohl scheinbar was Fixes. Was Fixes. So. Oh ja, hier ist die Bremstrommel durch. Und alles das andere ist drauf. So, jetzt müsste eigentlich mir eine Meldung geben, dass er, du hast alles Teile gefunden. Ja, Bremsbacken zweimal und eine Bremstrommel, liebe Leute. So, eine Bremstrommel, zweimal Bremsbacken und eine Bremstrommel. Fertig. So, bauen wir das ganze Ding wieder zusammen. Und dann sind wir schon fertig. So, Bremstrommel. Warum noch mal wieder, du immer wieder auf die Steckachse willst. Jetzt bin ich schon wieder fertig. Das geht jetzt, wie gesagt, fix eigentlich. So. Das Packen drauf neu. Bremstrommel drauf. Ich bin ein bisschen auf den Senkel, mein Freund. So. Und vorne geht das ganze Ding jetzt weiter. Wir haben immer noch fünf Aufträge. Ja, ich kann nicht, schneller arbeiten, als es geht. Hier, als ich hier am Machen bin. So. Fritz. Und die vier Schrauben fest. Fertig. Müsste eigentlich durch sein jetzt. Jupp. Runter mit dir. Ja, und dann haben wir das auch schon geschafft innerhalb von nicht mal 5 Minuten oder von 5 Minuten.
Fertig. So, nächstes Auto. Fahrzeug bewegen. Hebebühne. Guck ich mir jetzt gleich an. Ich finde mal kurz das nächste Auto jetzt auf den Auftrag hin. Bevor der hier wieder meckert, dass ich nicht schnell genug arbeite, ne? Ja, ist auch meine Mitarbeiter. Ich habe leider keine Mitarbeiter. Ich habe keine zweite Bühne. Das heißt, wenn ich zweite Bühne hätte, könnte ich mir ein Dings leisten. Dafür brauchen wir aber noch vier Level. Da müssen wir Level 12 sein. Ich hoffe, dass ich das Set mal nah alles finde. So, montiere. Wir werden jetzt erstmal montieren machen. So. Gut. Wir brauchen, wie gesagt, Level 12. Dann machen wir das weiter. So, gucken wir mal, was die Karre hat. Ob wir da an den Motor überhaupt müssen. Ein Schwungrad. Das heißt, es geht an den Motor. So. Schwungrad. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt dran so schnell? So, wo muss ich denn da ran? Kurbeln, Riemenscheibe, Wasserpumpenscheibe. Wo muss ich da ran? Bist du das? Umlenkrolle? Nein. Ich rate, der Schwungrad ist wahrscheinlich direkt drin im Motor, dass ich da erstmal in den Motor rein muss. Das wird nämlich dann eine witzige Arbeit, das ganze Ding auseinander zu basteln erstmal. Schwungrad. Ja gut, das wird definitiv so sein, dass ich in den Motor muss. Ah, fangen wir an. Erstmal. Fangen wir an damit. Nehmen wir erstmal das ganze Ding, basteln wir das ganze Ding auseinander. Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Zündspurenabdeckung, ja gut. Macht natürlich Sinn. So. Ich muss wahrscheinlich, wie gesagt, komplett in den Motor rein. Schwungrad, Schwungrad. Ja, es würde vermutlich halt drin im Motor. Wir sehen erstmal den kompletten Motor raus. Das heißt, es wird mir heute wird doch wieder etwas mehr Arbeit. Zündkerze. Locken wir ein Rad. Was da vom Schriebenscheibe. Ja. Schauen, was halt passiert. Wie ich da jetzt schnell reinkomme. Ich gucke jetzt mal unten, bevor ich jetzt anfange, wieder alles auseinander zu basteln. Vielleicht habe ich auch ein Glück gekommen, über die untere Seite ein bisschen besser dran. Aber wahrscheinlich nicht. Bei meinem Glück. Ich mache am meisten Sinn, ja, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, wirklich über den Motor von oben weg auseinander zu basteln. Die Montage verteilen. So, Zündspur weg, Abdeckung weg. So. Wahrscheinlich so ein fieses Ding, was irgendwo da drin versteckt ist. So, da geht das. Oh, geht die Dings weg. Ich hasse das, wenn ich alles auseinander basteln muss. Kraftstoffverteiler. Ansaugrümmer. Schwungrad. Schwungrad. Liebe vielleicht. Könnte sein, du könntest vom Getriebe aus sein. Warte mal. Ich guck mal gerade in der Ersatzteil nach, wo das Ding sitzt. Weil nicht, wo das Ding sitzt, sondern wo ich es finde. Ist ein Schwungrad. Das könnte wirklich Getriebe sein. Dann brauche ich Mutter vielleicht gar nicht auseinanderzubasteln. Dann kann ich gucken, ob ich das Getriebe rausnehmen kann. Das könnte natürlich klappen, könnte funktionieren.
So, warte mal. Da Aufhängung. Das ist total. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich da an das Getriebe rankomme. Welche Überraschung, dass ich nicht an das Getriebe komme. Dass ich wahrscheinlich von unten weg alles auseinanderbasteln darf. Das ist natürlich total toll. Ja, ja, schon gerade sitzt vermutlich im Getriebe. Ach, da ist. Da müssen wir tatsächlich zwei Teile machen. Zwei Folgen draus machen, was wir das Ding hier. Ist so. Ist so. Deckel. Radnabe weg. Wieso gehst du jetzt nicht weg? Ach, ja, natürlich. Nicht die Vorderachstrecke, sondern das Radlager muss noch rausgebastelt werden. Manchmal sind das so kleine Dinge, die dann irgendwann raus müssen. Nö, Achsenkel nicht weg. Wie gesagt, ich vermute, dass ich, um das Getriebe rauszunehmen, erstmal die komplette Achse demontieren muss. Ich habe das Teil schon bestellt, aber ich muss halt. Es muss halt erstmal rangekommen werden. So, wie ich damit. Stoß einfach. Nein, natürlich nicht. Die Koppelstange muss natürlich erst was raus. Vorderachse weg, jetzt kann die Spurstange raus. So, das ganze Ding geht jetzt, glaube ich, weiter in der Dings, ne? Ich fange erstmal an, die Ölwanne zu ziehen. Ölauffangbehälter gerät bewegen. Erste Hebebinde, weil bevor mir jetzt hier wieder eine Riesensauerei kommt, dass ich da irgendwas machen muss. Warte mal, Ölwanne. Nee, warte mal, ich muss ja das Gerät benutzen. Hier muss ich hingehen. Erstmal raus mit dem Öl. Bevor ich da irgendwas demontiere und wieder. Du hast eine Riesensauerei in der Werkstatt gemacht, Junge! So, Gerät bewegen. Erstmal weg damit. So, dann kann jetzt nämlich die Ölwanne weg. So, dann kann die Ölwanne weg. Alles Öl ist raus. So, und jetzt kann ich mal gucken, was ich hier ran, was hier noch so an Dingen passiert. Aha, ja gut, okay, das ist jetzt für mich unwichtig, aber ich muss halt die Achse. Wahrscheinlich war es sinnfrei, irgendwas zu machen an der Sache. Aber gut, okay, was machst du denn weiter? Bringt jetzt auch nichts weiter, um irgendwas zu machen. Ja. Bringt ja nichts jetzt zu meckern, müssen wir ja durch jetzt irgendwie alles. Das wird wieder so ein Ding, was mich Zeit kostet. Also eine halbe Stunde werden wir heute nicht machen. Sehr wahrscheinlich nicht zumindest. Sei denn, ich komme jetzt relativ zügig durch. Dann bauen wir das Ding noch heute zusammen. Aber wenn ich natürlich jetzt da ewig drei Jahre an dem Ding sitzen muss, wird's eng. So. Ich damit. Die Achsschenkel raus. Nein, kann ich natürlich nicht rausmachen, weil ich muss ja erstmal unten das Ding rausnehmen. So, komplette Vorderradaufhängung rausnehmen, bis, um an das scheiß Getriebe zu kommen. Anstatt, dass man das irgendwie einfacher macht, aber nein, das wäre zu einfach. Vielleicht ist es auch einfach, aber die kommen. Ich bin einfach zu blöde gerade dafür. Oh, jetzt mal die Kaderbälle weg. Wahrscheinlich ist es jetzt so einfach, an das Getriebe zu kommen. Nö, wäre zu einfach, wirklich. Fangen wir an damit. Cut runter. Schalldämpfer runter. Schalldämpfer runter. Cut weg. Flammenrohr weg. Flammenrohr weg. So, jetzt gucken wir mal. Nö. Scheinbar muss wirklich da erstmal der Achsträger weg.
Scheinbar muss wirklich erst der Axtträger weg. So. Das könnte nämlich der Grund sein, warum ich nicht drankomme. So. So, kann ich den jetzt hier ziehen? Ja, kann ich jetzt. So, die Frage ist, kann ich jetzt an das Getriebe? Nein, natürlich kann ich nicht an das Getriebe. Wieso auch? Zur Hölle, wieso darf ich nicht an das Getriebe? Gaskammer. Wo störst du dich jetzt dran? Weil wenn ich das Getriebe ziehen könnte, das wäre jetzt schon einfacher. Ja, alles in einem Rutsch, es ist ja alles frei. So, bisschen machen wir noch einen kleinen Moment. Obwohl, nee, ich muss jetzt leider notgedrungen eine kleine Pause einlegen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal uns das ganze Ding weiter an. Bis dahin und tschüss.